Das Kuba-Krokodil Fidel im Hoyerswerda Zoo muss vielleicht umgetauft werden. Einige Mitglieder des Kulturkonvents haben den Zoo während der letzten öffentlichen Sitzung für diese Namensgebung gerüffelt. Die Einrichtung bangt nun nach eigenen Angaben um die zukünftige Förderung durch den Kulturraum. Von ihnen gab es allein in diesem Jahr über 400.000 Euro. Den Namen Fidel für das Krokokind bringt man mit Fidel Castro, Kubas langjährigen Diktator, in Verbindung. Uns wurde gesagt, das wäre nicht leitlinienkonform. Und wer natürlich die Leitlinien nicht einhält, der ist nicht förderwürdig. Deshalb haben wir jetzt im Moment Bauchschmerzen. Notfalls taufen wir Fidel um. Wir werden nicht die Förderung des Zoos aufs Spiel setzen. Die Hoyerswerda Zoo-Kulturchefin Carmen Lötsch. Das gesamte Interview mit ihr hören Sie hier um kurz nach 8:30 beim Fröhlichen Wecker.